Hallo, der Blind Spectator vor Jimmy gewonnen und wir spielen weiter. Fuck Fables. Hier haben wir noch ein paar Leute mit Ausrufzeichen. Du bist tot, richtig? Wir haben deinen Auftrag bekommen. Wirklich? Habt ihr meinen Ball im Tunnel gefunden? Nein. Ah, bitte beeilt euch. Mom wird super sauer, wenn sie herausfindet, dass ich es verloren habe. Heul, heul. Entschuldigung, nette Lady, ist alles in Ordnung? Nein, es ist nicht. Ich habe es so lange versucht, im Theater zu spielen. Und ich habe mich so gefühlt, wie als könnte ich es endlich tun. Aber jetzt ist Morfiva so populär. Sie wollen nur sie. Sie sagen, werde nie so gut werden wie sie. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll oder wie ich Geld verdienen soll. Prostitution ist immer eine Lösung. Also was? Wenn jemand sagt, dass du etwas nicht tun kannst, dann beweist du das Gegenteil und sie werden um Verzeihung bitten. Und wenn es dir Spaß macht, dann spiel einfach. Tu einfach, was immer du kannst. Wer braucht schon das dumme Theater? Du hast recht. Ich muss einfach nur selbst Fans bekommen. Ich hoffe, du wirst mein Erster. Wenn da es irgendwelche Lieder gibt, die du magst, dann kann ich sie für dich spielen. Bitte bring Barry Bären und komm her, um mich bald spielen zu hören. Okay, alles klar. Why, das war großartig. Du bist so aufmunternd. Wir müssen sagen, wir sind überrascht. Ich war einfach nur ehrlich. Ihr müsst da nicht so einen großen Deal draus machen. Ich versichere dir, du hast heute einen großen Unterschied gemacht. Ja, was auch immer. Es liegt jetzt alles in ihr, wisst ihr? Es wird dir gut gehen. Los, lass uns später nochmal vorbeikommen und schauen, was sie tun kann. Hier. Hey, ihr seht aus wie schlaue Käfer. Manche von uns sind das. Können wir dir helfen? Das könnt ihr sicher. Ich habe ein Angebot, das einfach nicht zu schlagen ist. Gold? Eine legendäre Beere? Vielleicht eine mächtige Medaille? Schaut euch das an! Ist das? In der Tat ist es das. Dies ist eine limitierte, gedruckte Version vom grünen Käfer Ranger. Nur 10 davon wurden hier gemacht. Ist ganz nett, schätze ich. Bug Ranger? Bitte, nenn deinen Preis. Hey, Kabu. Für euch, wie wär's mit 40 Berries? Ein bisschen teuer. Kabu, wenn du all die Berries ausgibst, die wir in Snake Mouth gemacht haben, werde ich dir nie vergeben. Kabu. Macht euch keine Sorge, ihr zwei. Ich werde sparen und sie selbst kaufen. Okay, es ist dein eigenes Geld. Ich werde warten. Also eigentlich würde ich 40 Berries, klar. A Bug Rain oder... Und jetzt ist Fake, oder? Nun bist du jetzt glücklich? Ich bin überglücklich. Wir sehen nicht den Reiz dieser Figur. Ah, du hast das verpasst. Tut mir leid, dass ich so unkultiviert bin.
Sie sind nur Schauspieler, aber sie inspirieren junge Käfer im ganzen Land, selbst im Norden. Die Macht der Propaganda. Sie sind gut, okay, und manchmal machen sie Wiederaufführungen in diesem Theater. Sag live, nächstes Mal, wenn wir in der Stadt sind, dann können wir sie anschauen gehen. Vielleicht wirst du den blauen Ranger mögen. Keine Möglichkeit, der gelbe Ranger ist der Beste. Danke, es klingt wie eine spaßige Zeit. Ich werde euch daran erinnern. Es ist so weich. Oh Bagliet, du glänzt so hell. Oh Bagmio, you dazzle me so. Verwirrst mich so. Aber dann, warum muss das Schicksal zwischen uns stehen? So sehr ich auch wollen würde, dass es hier weitergeht, vielleicht sollte es einfach gehen. Theater wird noch eine Rolle spielen, ich riech's doch. Potenziell werden wir bei einer Theateraufführung mitmachen müssen, um dann ein Artefakt zu bekommen oder sowas. Oh. Was macht das? Eine Kristallbeere. Das war eine Musikbox quasi. Hallo, ich bin richtig froh, dass ihr zurückkommt. Also man kann hier quasi Lieder kaufen und die dann abspielen lassen. Und die erste Siedlerstatue. Es ist schön, dass sie sich nicht verändert hat. Hat ein wenig Farbe bekommen. Ist das nicht seltsam? Ich habe gehört, die Königin hat ihn hergeführt. Wie kommt es, dass sie keine Statue von sich selbst gemacht hat? Anscheinend ist die Königin in eine andere Richtung gegangen, als diese Ameise verloren ging. Statt sie aber zurückzulassen, hat sie beschlossen, mit ihren Leuten zurückzukehren, um die Ameise zu finden. Als sie endlich gefunden haben, standen sie auf genau diesem Boden. Also wurde die ganze Stadt dank einer ungeschickten Ameise gebaut. Und das Leben arbeitet auf mysteriöse Art und Weise. Die erste Königin war extrem humble halt. Selbst wenn die Ameise nicht verloren gegangen wäre, wäre ich mir sicher gewesen, sie hätte diese Statue gewollt. Passt zu den Leuten. Wenn ich die Welt regiere, wird jede Straße mein süßes Gesicht haben. Auf Wiedersehen, Eure Majestät. Das hatten wir schon. Da kommen wir nicht durch. Wir könnten eigentlich mal die Karte angucken. Das interessiert mich gerade. Na, okay. So sieht die also aus. Aha. Was ist das für ein Ort? Schau dir das mal an. Nochmal. Zugangscode 2405. Der Code von letzten Monat ist nicht mehr gültig nach dem Unfall. Bitte nutzt den neuen Code. Was? Das war großartig, Wei. Sei still! Hey, lass mich rein! Ich bin's, Wei! Frag Shades, ich wollte kommen. Es gibt hier niemanden, außer du weißt den Code. Verschwinde. Dieser Ort sieht zwielichtig aus.
Entschuldige mich, was ist das für ein Ort? Weil du hast andere mitgebracht. Ha, also kennst du mich? Jetzt mach auf, oder ich werde jeden von diesen Ort erzählen. Ernsthaft, ich ruiniere dich. Versuch's, Vai. Du wirst keine Nacht durchhalten, nachdem du es getan hast. Ernsthaft, was passiert hier? Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann halte dich besser fern. Alle von euch. Nun, das war eine nette Ablenkung. Danke für die gute Zeit, Vai. Ich schätze, wir müssen irgendwo den neuen Code finden. Vielleicht kommt ja jemand auch hierher, den wir helfen. Sicher, aber lass uns nicht zu sehr abgelenkt werden. Das ist Stufe 1. Howdy, habt ihr von unseren speziellen Ameisenlager Angebot diesen Monat gehört? Für eine limitierte Zeit lassen wir dich für einen Junior-Account signieren. Dann kannst du kostenlos 35 Items lagern. Kostenlos. Keine Tränen mehr darüber, dass ihr dieses knusprige Blatt liegen lassen müsst. Klingt ziemlich gut. Richtig, nicht wahr? Es gibt keinen Weg, wie man das nicht wollen würde. Ich melde dich sofort an. Ah, wie wunderbar. Es ist unser Glückstag. Fühlt sich auf jeden Fall cool an, coole Sachen zu bekommen, ohne was zu tun. Und fertig. Spricht einfach mit mir, wann immer ihr unsere Service nutzen wollt. Okay, man muss das alles einzeln machen. Ich will hier einfach, damit wir wieder ein bisschen Platz haben, so. Laden, okay. Willkommen in meinem Laden. Braucht ihr da etwas? Vor davor stehen und kaufen. Naja, ist in Ordnung. Das ist die Danger Shroom. Afid, Allah. Blattläuse. Wie viel Berries kostet das? Was kostet 3? Ha, ich habe gerade diese Rüstung gekauft, ein paar Medaillen ausgerüstet und 3 Level-Ups gemacht. Wer ist jetzt krass, Siedlings? Kommt her und holt euch was. Ja, chill mal deine Base. Ich habe ihn gerade erst hierher gezogen und es war schrecklich, alle kennenzulernen. Vielleicht sollte ich in der Nähe von Menschen sie wegdrücken, um ein wenig mehr über sie zu lernen. Wir machen die Bereiche sauber, dann wird jemand in der Lage sein, ihn zu kaufen und da zu bauen. Ich bin nicht fürs Kämpfen gemacht worden, seht ihr? Also verliere ich die ganze Zeit Berries und renne vor schrecklichen Dingen weg. Es ist vielleicht nur ich, aber je schrecklicher das Monster ist, desto mehr Berries verliere ich. Ja, wie bei Paper Mario quasi. Wenn man wegrennt, dann verliert man Berries dabei. Alles klar. Seid ihr bereit für das Essen eures Lebens? Bringt mir Zutaten und ich werde euch etwas Leckeres machen. Das ist eine Fliege, Alter. Okay, also wir können jetzt was dagegen geben und der kocht was draus.
Mal schauen. Gab's auch bei Paper Mario. Köchin. Fehlschlag, oder? Wir haben schlechte Zutaten gebracht. Nice. War ein Versuch wert. Ja, wir sind verzweifelt, wir haben keine Wahl. Für die Mission müssen wir essen. Die Armen, ich esse einfach was von meinem geheimen Vorrat später. Ah, wir fühlen uns wie neu. Es sind buchstäblich Jahre, seitdem wir was gegessen haben. Und wir werden ziemlich schnell hungrig, also. Wir werden hier definitiv wieder essen. Es war schön zu teilen. Klingt gut, aber es ist Zeit, dass wir zur Mission zurückgehen. Wir müssen nach Süden zum goldenen Settlement. Und los geht's. Na, chill mal deine Besen. Ah, kochende Gefahr. Das exquisiteste der Gerichte. Ist das nicht giftig? Für jemanden wie mich ist das nicht, ist es nichts. Wir werden auch eins versuchen. Nein, wir sollten wirklich nicht. Ah, du siehst so aus, als würdest du Medaillen sammeln. Lass mir etwas sagen. Hast du jemals eine Resistenzmedaille aufgehoben und gedacht, ich kann einfach blocken, ich brauche sie gar nicht? Nun, sie haben einen versteckten Effekt, wenn du sie ausgerüstet hast. Und ein Item ist, das einen Statuseffekt verursacht. Lass uns einfach sagen, das Resultat des Experiments sollte offensichtlich sein. Raise enemy attack, but doubles berry reward. Perfekt für ein extra Challenge. Increase in allies HP by 2. Decrease in chance of falling asleep by 50%. Hallo, hallo. Interessiert in ein paar Medaillen? Wie kann ich euch helfen? Medaille, die du davon siehst, sie sind wirklich nützlich. Ja, wir können damit eine Menge Effekte, bla bla bla. Er verändert hin und wieder seinen Bestand. Ah, jetzt hat er ihn verändert quasi. Wechselt aber eigentlich momentan nur zwischen den unterschiedlichen hier. Die hier könnten wir holen. Die wäre auch cool, aber wir haben kein Geld mehr dafür. So, die rüsten wir ihm aus. Denke ich mal. Einfach damit jeder ein bisschen was hat. Wir haben jetzt auch... Wie viele Medaillenpunkte haben wir noch? Ein, quasi. Okay. Wo geht's hier links lang? Noch mehr Stadt, Alter. Ganz schön groß alles. Sogar noch weiter. Oh, ihr seid Team Stickmouth, richtig? Seid vorsichtig, wenn ihr in die Wildnis geht. Ein paar fliegende Kreaturen sind so durchhaltevermögend. Es braucht zwei Treffer, um sie runterzuholen. Kein Problem, ich bin die Königin von Multi-Hit Super Smackdowns. Hey, bist du nicht eine süße Biene? Was? Das nennt man Flirten, Vi. Ich habe ihn nicht danach gefragt. Hoho, ich konnte mir einfach nicht anders. Ich gehe, tschüss. Abenteurer, hä? Huh? Ein Tipp für euch, bleibt weg vom Wasser. Ihr wisst nie, welche Art von Monster darunter lauert. Ah,
magst du meinen Siedling-Hut? Ich habe ihn selbst gemacht mit einem Haufen Blättern. Es gibt einige Siedlingsspezies, aber nicht alle davon haben Blätter. Das ist spannend. Oh, hallo. Seid ihr Abenteurer? Ja, sind wir. Wir haben euren Auftrag bekommen. Oh, danke. Ich muss wirklich dieses Buch zurück zur Palastbibliothek zurückbringen. Es ist um einiges hinter dem Ablaufdatum, also hinter dem Rückgabedatum. Du bist aber keine Ameise, richtig? Wie hast du es ausgeliehen? Oh, ich habe Gen und Eri gefragt, ob sie das Buch für mich holen können. Aber sie sehen so beschäftigt aus, sie können es nicht zurückbringen. Hier ist das Buch, ihr helft mir wirklich. Ah, ich hasse es, eine Auftragsbiene zu sein. Oh, die Belohnung wird es wert sein. Also bitte beeilt euch für mein reines Strafregister quasi. Oh, und bringt es zu Leibren, okay? Brooke ist schrecklich. Genug, wenn man es zu spät zurückbringt. Natürlich, überlass es uns. Ich sollte dem genau so ein... Oh, wie hieß er nochmal vom Pen and Paper? So eine Stimme sollte ich ihm geben. Hi, Johann. Status-Effekte, bla bla bla. Namen paralysiert. Aber gibt einen Verteidigung. Von Schlaf erholt man sich, wenn man getroffen wird. Und man heilt. Eingefroren sein, kann man nichts machen und Verteidigung ist um 1 verringert. Pflanzen können nicht einschlafen. Und so hat es unterschiedliche Effekte auf unterschiedliche Arten von Gegnern quasi. Stehe. Nice. Ein schlechtes Buch. Da haben wir doch auch einen Auftrag dafür. Einer will sowas ja. Oh, hallo. Fühlt euch frei, hierher zu sitzen und euch auszuruhen. Was ist das? 50 Berries, wenn man einen neuen Account bei der Bank aufmacht. Oh, zum ersten Mal hier, nicht wahr? Willkommen, ich biete Bankservice an. Stört es euch, wenn eure Geldbeutel voll ist und ihr keinen Platz mehr für Berries habt? Okay, das geht. Habt ihr Panik, wenn Diebe euer hart verdientes Geld stehlen? Nun, dann ist mein Service genau für euch. Ich kann euch einen Account hier anbieten, in meiner Bank, um eure Berries safe zu halten. Wenn ihr draußen seid und tut, was auch immer ihr tut. Ich weiß nicht, ich mag meine Berries, wenn sie bei mir sind. Das ist die Einstellung, die dich im Leben niemals weiterbringt. Schau, wenn du deine Berries hier lässt, dann bekommst du vielleicht sogar hin und wieder was Interessantes. Und du bekommst einen kleinen Prozentsatz von deinem Account alle 30 Minuten. Das ist kostenloses Geld. Kostenloses Geld ist sogar noch zwielichtiger. Denk einfach drüber nach, okay? Was? Ihr habt nicht mal 50 Berries? Nun, kommt zurück, wenn euer Geldbeutel ein bisschen voll ist. Dann können wir reden. Okay. Das wirkt tatsächlich ein bisschen zwielichtig. Eine Sache ist da noch, die mich interessiert. Der Geysir hier, das ist doch zum Hoppen von dem einen Ort zum anderen. Ah, hier. Ah, ich habe versucht, ein Team mit Mann zu machen, aber er ist ein bisschen ängstlich. Ich will ein Buch klauen. Lass mal tauschen.
Eine Stör-mich-nicht-Medaille. Besiegt schwache Gegner einfach durch Berühren. Cool. Ist die Frage, ob man dann auch die Erfahrung bekommt oder nicht. Aber gut. Noch haben wir wahrscheinlich nicht so schwache Gegner, dass es relevant wäre, großartig. Moment, hätte ich hier vielleicht schon nach Süden gesollt? Ach, wir geben erstmal das eine Buch ab. Willkommen in der Bibliothek. Wie kann ich dir helfen? Ah, wir müssen ein Buch zurück. Wir müssen ein Buch zurückgeben. Oh, danke. Es ist ein bisschen über der Zeit, aber ich werde euch vergeben, weil Abenteurer immer beschäftigt sind. Danke für eure Dingens. Okay, lass uns zu Ellie zurückgehen und unsere Belohnung holen. Für dich haben wir auch ein schlechtes Buch, mein Freund. Eine Biene, ein Käfer und eine Motte. Ihr müsst Abenteurer sein, die in diese Bibliothek kommt. Sagt die Wespe, wir haben eure Aufgabe bekommen. Du suchst nach schrecklichen Büchern, richtig? Das stimmt. Aber warum? Sind die nicht irgendwie schlecht? Ja, aber es gibt eine Art von ärgerlicher Genugtuung, diese schrecklich gemachten Bücher zu lesen. Nun, wir beurteilen das nicht. Also, irgendwelche Hinweise zu diesen Büchern? Nicht wirklich. Ich denke, andere kultivierte Käfer mit einer Kollektion von schlechten Büchern hätten eine Kollektion von schlechten Büchern rumliegen. Üblicherweise geben sie den Käfer einfach kostenlos. Gott, man kann diese Bücher nicht mehr verkaufen. Wir müssen diese Aufgabe übernehmen. Diese Leute, dieser Typ ist der Einzige, der ihnen ein gutes Zuhause gibt. Ich habe diese Bibliothek zu meinem Heim gemacht. Ich werde hier sein, wenn ihr etwas findet. Der traurige Schimmer in euren Augen. Habt ihr ein schlechtes Buch gefunden? Aha, das ist eines der schlechtesten. Lass mich sehen. Tragödie auf den Hügeln. Das war, sollte eigentlich ein Mörder-Mystery-Roman werden. Aber das wirkliche Mysterium ist, wie dieses Buch jemals publiziert wurde. Uah. Bist du sicher, dass du das willst? Ja, es geht direkt in meine Kollektion. Hier ist eure Belohnung. Zwei mehr sollten mein Verlangen befriedigen. Lasst mich wissen, wenn ihr mehr findet. Cool, jetzt haben wir auch wieder genug Berries, dass wir bei der Bank einen Account machen dürfen. Was potenziell tatsächlich shady ist. Aber das würde ich auch gern machen. Heute ist so eine Folge, wo wir einen Haufen Business hier erledigen. Und die Hauptmission so null voranbringen. Also, unser Account ist bereit. Sagt mir immer Bescheid, wenn ihr etwas tun wollt. Das zahlt sich besser früher oder später aus. Mal schauen. Ah ja, genau, die Belohnung wollen wir auch noch holen. Der Typ war hier oben in der Teetasse. Oh, ihr habt's ausgeliefert, danke. Es war ein gemütlicher Spaziergang im Park.
Nun, jetzt gibst du uns unsere Belohnung. Natürlich, das sollte genug sein, glaube ich. Berries. Nett. Harte, kalte Berries. Übrigens, ich habe ein anderes Buch, das auch noch zurückgebracht werden muss, habe ich irgendwie vergessen. Ein Geschichtsbuch, ein chunky Buch mit den Ameisenzeichen. Das ist total ineffizient, wir verlangen das Doppelte. Tut mir leid, ich habe euch all die übrigen Berries gegeben, die ich hatte. Ist schon okay, weil wir können es nach einer Mission zurückgeben. Das ist nicht der Punkt. Nur dieses eine Mal, Ali. Nächstes Mal verlangen wir auf jeden Fall was. Danke, ich bin sehr dankbar. Das war auf jeden Fall eine Folge Bugs Fable. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es dann auch mit der Hauptstory wieder weitergeht. Bis dahin, haut rein!